Hallo, mein Name ist Christopher Schmitz, ich bin der Head of Production von Ubisoft Bluebyte und heute zeigen wir euch zu unserem neuen Anno 2070 das erste Tutorial-Video, in dem es gehen wird um die verschiedenen Fraktionen, die wir im Spiel eingeführt haben, wie wir sie ausgearbeitet haben und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bei Anno 2070 haben wir zwei verschiedene Fraktionen ins Spiel eingeführt, die Ecos und die Tycoons. Die Ecos sind ja eher auf Nachhaltigkeit ausgelegt, die Tycoons sind eher auf Effizienz ausgelegt. Genauso verhält es sich eben auch mit der Energiegewinnung im Spiel. Die Tycoons setzen auf halt hergebrachte Kraftwerke zum Beispiel, wir werden Fusionskraftwerke im Spiel haben, Kohlekraftwerke, aber die tun natürlich dann auch die Umwelt etwas versauern. Also das ist natürlich ein Problem der Tycoons. Eine weitere Eigenheit der Tycoons ist, dass die Kraftwerke und die Kraftwerksgewinnung eben auch anfällig für Katastrophen ist. Bei Anno 1404 hatten wir schon Katastrophen im Spiel enthalten, die hatten allerdings keine Gameplay-Auswirkungen. Jetzt im neuen Anno 2070 haben diese Katastrophen eben Gameplay-Auswirkungen. Der Spieler hat es wirklich selber in der Hand, ob Katastrophen passieren werden oder eben nicht. Unsere Eco-Fraktion ist auf Nachhaltigkeit bedacht und deswegen arbeitet sie auch mit Kraftwerken, die grüne Energie produzieren. Das bedeutet, Sonnenkraftwerke, Windkraftwerke, die sind natürlich schön nachhaltig, produzieren dafür aber auch weniger Energie über den Tycoons und brauchen viel, viel mehr Platz. Von daher können sie Energie produzieren in einer nachhaltigen Art und Weise, aber haben natürlich auch einige Gameplay-Nachteile. Die Ökobilanz kann durch unsere nachhaltig arbeitende Fraktion, die Ecos, nachhaltig beeinflusst werden. Das bedeutet, sie haben verschiedene Tools, die sie einsetzen können. Einer davon ist zum Beispiel der Ozonmaker. Der kann dann gestartet werden, durch die Stratosphäre fliegen und die Luft wieder reinigen, sodass wieder alles schön grün wird, nachdem die Tycoons vielleicht gemerkt haben, dass sie es doch wieder grüner haben wollen. Unsere andere Fraktion, die nicht ganz so nachhaltig arbeitet, sind die Tycoons und die haben natürlich deutlich größere Probleme, mit der Umweltbilanz richtig umzugehen. Sie haben zwar wenige Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Müllverbrennungsanlage, um den Müll ordnungsgemäß zu entsorgen, allerdings tun die Produktionsketten doch schon ihr Übriges, um die Umwelt deutlich zu schädigen. Da muss der Spieler dann eingreifen. Die Umweltbilanz wird von den Tycoons stark ins Negative gedrängt, wenn sie ihre Produktionsketten voll entfaltet haben. Aber auch später im Gameplay können die Tycoons was dagegen tun, wenn nämlich die volle Kraft der Ecos sich entfaltet. Und dann kann er zum Beispiel eine Flusskläranlage bauen. Das ist eine der Technologien der Ecos, die im Late Game dann kommen und dem geneigten Tycoon-Spieler helfen werden, die Umweltbilanz wieder ins Lot zu kriegen, damit eben doch nicht alles umkippt.